In und um Würzburg kommt man an ihnen nicht vorbei. Kilian, Kolonat und Totnan, die drei Frankenapostel. Viele Menschen in Unterfranken sind sogar nach Kilian benannt. Einmal im Jahr werden die Häupter der irischen Missionare in einem Reliquienschrein von St. Burkhard über die alte Mainbrücke in den Dom getragen, wo sie das Jahr über ihren Platz im Altar haben. Sogar geschichtliche Zäsuren hat der Brauch überstanden. So wie im Zweiten Weltkrieg, als die Reliquien rechtzeitig nach Gerolzhofen ausgelagert wurden, dem Würzburger Feuersturm entkamen und 1949 in einem feierlichen Festzug wieder zurückkehrten. 1989 begingen die Katholiken in Unterfranken den 1300. Todestag ihres Patrons Kilian, ebenfalls unter eindrucksvoller Beteiligung der Gläubigen. Die Reliquienprozession erinnert an die Wurzeln des Bistums Würzburg und läutet alljährlich die Kiliani-Wallfahrtswoche ein. 8 Tage der Gemeinschaft, des Gebets und des Austausches, immer ist die Freude groß, auch wenn sich die Gesellschaft stets säkularer gibt. Also ist erstmal ein großes Geschenk, dass wir überhaupt sowas haben, diese Wallfahrtswoche, und dass sich so viele Menschen hier identifizieren mit dem Bistum, dass man für mich jetzt als Bischof, dass ich die Möglichkeit habe, so vielen Menschen zu begegnen in kürzester Zeit. Das kriegt man auf keine andere Weise und das ist wirklich sehr schön. Diesen tief verwurzelten Glauben verdanken die Unterfranken den Frankenaposteln, wie Kilian, Kolonat und Totnan genannt werden. Alles hat seinen Ursprung im 7. Jahrhundert, als die drei irischen Missionare nach Würzburg kamen, um die christliche Lehre in Unterfranken zu verbreiten. Ein Konflikt mit der Obrigkeit führte zu ihrem gewaltsamen Tod. An der Stelle, wo sich heute die Krypta der Neumünsterkirche befindet. Das ist wohl der älteste Raum oder der älteste Platz der Kilianstradition. Mit diesem Platz, vorne eben mit dem Altar aus dem 13. Jahrhundert und dann mit dem Aufsatz, dem Sarkophag aus den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, die markieren den Platz, an dem Kilian gewohnt hat, überrascht wurde, ermordet wurde, das Martyrium erfahren hat, dann verscharrt wurde, wie es in der Überlieferung heißt, und hier dann auch von Burkhard aufgefunden wurde. Burkhard, der erste Bischof der Diözese Würzburg, war es, der im 8. Jahrhundert die überragende Bedeutung der irischen Missionare aufleben ließ. Die wichtigste Entscheidung des heiligen Burkhard war wohl die Erhebung der Gebeine des heiligen Kilian. Er hat damit zurückgegriffen in eine frühere Phase der Christianisierung. Und diese Phase der Christianisierung durch Kilian und vor allem auch durch sein Martyrium bilden quasi den Ausgangspunkt der fränkischen christlichen Geschichte. Und so erinnern wir uns auch weniger an Burkhard und die Bistumsgründung, sondern immer an Kilian, den eben Burkhard als Vorbild und Heiligen dieses Bistums, den Gläubigen der damaligen Zeit, vor Augen gestellt hat. Seit mehr als 1000 Jahren befinden sich die Reliquien in Unterfranken. Zum ersten Mal in der Geschichte werden sie auf große Reise gehen, in ihre Heimat Irland. Jedes Jahr kommen tausende Pilgerinnen und Pilger nach Würzburg zu Kiliani und darunter auch viele Pilgerinnen und Pilger aus Mala, aus dem Heimatort Kilians und aus ganz Irland. Und jedes Jahr wird der Ruf lauter, wann kommen die Reliquien einmal zu uns, wann dürfen wir Kilian einmal in Mala begrüßen.
Und die Freundschaft zwischen Mallard und Würzburg ist mittlerweile so stark, dass wir im Domkapitel uns dieser Anfrage nicht mehr verschließen konnten. Und so ist es jetzt soweit. Also es ist im Moment eine große Vorfreude, eine große Neugierde, wie wird es werden? Es sind unglaublich viele Vorbereitungen in Irland. Es soll eine Fahrt werden, die den Glauben stärkt. Und das bewegt uns alle sehr. Ich kann ja dann auf Ihre Fotos. Sie müssen sich vorstellen, die katholische Kirche war in Irland über Jahrhunderte verboten. Es war streng verboten, Gottesdienst zu feiern, Eucharistie. Priester haben im Untergrund gewirkt. Und da haben sich die Menschen in Mallard, die katholisch waren, an der Quelle versammelt, haben dort gebetet und haben immer auch die Fürbitte Kilians angerufen. Bis es soweit ist, liegt eine lange Schiffsreise vor den Frankenaposteln. Genauso wie sie damals über das Meer gekommen sind, kehren sie nun zurück. Beim Verabschieden ist auch Goldschmied Michael Amberg dabei, der damals zusammen mit seinem Vater 1967 diesen Schrein geschaffen hat. Es war für uns natürlich ein besonderer Segen, dass wir die Häupter, die ja sonst so streng bewahrt und behütet waren im Altar und gesichert, dass ich die bei uns im Haus haben durften. Das war natürlich eine besondere Gnade und Segen für uns. Und das hat uns natürlich viel Freude und Begeisterung und Stärkung gebracht und Segen auch für unsere Familien. Die vermeintlichen Risse in der Glashülle sind keine Schadstellen, im Gegenteil. Es liegt einfach daran, dass es kein Glas ist, sondern das sind Bergkristallscheiben. Und Bergkristall zeigt eben diese Strukturen. Bergkristall ist natürlich ein Material, das sinnfällig gewählt worden ist, weil es immer mit dem Himmel, mit dem himmlischen Jerusalem assoziiert ist. Der Kunsthistoriker beschreibt den wahren Wert des Reliquienschreins. Es ist natürlich auch eine große Verantwortung für das künstlerische Erbe, das wir durch die Zeiten erhalten haben und wo wir einfach auch die Aufgabe haben, das für künftige Generationen zu sichern. Wenige Tage später machen sich 105 Gläubige aus dem Bistum Würzburg auf den Weg nach Irland. Sie wollen ihre Bistumspatrone begleiten bei ihrer Reise in die Heimat. Dabei sind neben der Bistumsleitung auch Vertreter der katholischen Studentenverbindungen, des Ritterordens, der Ministranten und der Dommusik. Sie wählen den Luftweg. Die irische Fluggesellschaft Aer Lingus ermöglicht es, dass sie im Flugzeug mit dem Namen des Bistumspatrons fliegen können. Die bunt zusammengesetzte Pilgergruppe kann schon am Ankunftstag die Reliquien der Frankenapostel in Irland wiedersehen. An drei Stationen werden sie gefeiert. Die erste ist die päpstliche Universität Maynooth, die wichtigste Ausbildungsstelle für Priester nach der jahrhundertelangen Unterdrückung durch die Engländer. Sie birgt eine der schönsten Kapellen des Landes, ein würdiger Ort für die Begrüßung der irischen Missionare in ihrer Heimat. Er hat
Es ist für uns Iren eine Gelegenheit zu erkennen, dass unsere Missionare vor so langer Zeit einen solchen Einfluss hatten. Und hoffentlich wird es ein Anlass für uns, unseren eigenen Glauben zu schätzen und selbst Missionare hier in unserem eigenen Land zu sein. Die katholische Kirche in Irland hat große Probleme. Und das, nachdem sie eine so lange Zeit prägend für das Land war. In der Vergangenheit, vor vielleicht 50 Jahren, war der Katholizismus sehr stark. Kirche und Staat arbeiteten zusammen, aber das ist nicht mehr der Fall. Die Gottesdienstbesucherzahlen sind gesunken. Es ist eine Zeit der Herausforderung, daran besteht kein Zweifel. Die Missbrauchskrise hat Auswirkungen gehabt. Es ist an der Zeit, dass wir uns missionarisch engagieren, anstatt das zu bewahren, was wir haben. Die Pilgerinnen und Pilger aus Würzburg bestaunen das künstlerisch und architektonisch beeindruckende Erbe. Begleitet von der Würzburger Dommusik unter Leitung von Domkapellmeister Alexander Rüth. Irland als Land der tiefen Glaubensüberzeugung, aber auch als Land der jahrhundertelangen Unterdrückungen durch die Briten. Das erfahren die Wallfahrer aus Unterfranken bei den Besichtigungen der steinernen Zeugen der Geschichte. Darunter ist auch Familie Schätzlein, deren Tochter und Sohn ministrieren und die sich gemeinsam mit der Pilgergruppe auf den Weg zu den Wurzeln ihres Glaubens gemacht hat. Gerade gestern Abend der Evensong und zuvor die Reliquienprozession, also und wie auch die Iren teilnehmen dran und wie bewegend es für sie ist, jetzt die Reliquien wieder zurückzuhaben und einmal selbst sehen zu können. Also das war schon erstaunlich. Die Kirche, also die wir besichtigt haben gestern, die war sehr schön und auch die Prozession war auch sehr festlich. Es war sehr emotional zu sehen. Man ist ja als Würzburger Bürger immer wieder bei den Prozessionen in der Kilians-Festwoche mit dabei. Und jetzt das mal mitzuerleben, wie das ist, wenn jetzt die Heiligen zu ihrem Ursprung zurückkommen, zu Besuch zurückkommen dürfen, um das mal mitzuerleben, auch als Würzburger Bürger. Und dann vertieft auch den Glauben. Dass man vor allem mal sieht, auch wo jetzt der heilige Kilian auch herkommt. Ich ministriere jetzt seit 9 Jahren und jedes Jahr bei der Kiliani-Prozession, sozusagen Heimspiel jedes Jahr, jetzt mal ein Auswärtsspiel. Und das ist schon mal auch was anderes, als jetzt in Würzburg zu sein und zu ministrieren dort. Ehemalige Klosteranlagen erzählen vom einstigen Leben der Katholiken in Irland, sowie Mellifont Abbey als Irlands erstes Zisterzienserkloster. Dieser tief verwurzelte Glaube hat sich bis heute erhalten. Das zeigt die Verehrung der Reliquien der irischen Missionare. Es berührt die Leute. Es berührt die Leute sehr, in den Kontakt zu kommen mit dem Anfang.
in Kontakt zu kommen, mit den Anfang, mit den Missionaren, die von hier aufgebrochen sind in die ganze Welt, um von Irland aus, heute eine Kirche in der Krise, um von Irland aus noch einmal den Glauben nach Europa zu tragen und aufzubrechen ins Unbekannte. Genau das, was uns ja auch momentan so bevorsteht, wo wir merken in dem Ring in der Weltsynode, ja, wie geht das weiter? Da waren Leute, die haben gesagt, ja, ich gehe für diesen Christus, egal wo der Geist mich hinträgt. Zum Glück nach Würzburg. Von dort sind sie nun nach 1300 Jahren heimgekehrt, wenn auch nur für kurze Zeit. Die Pfarrei St. Kilian in Malla hat all ihre Gemeindemitglieder mobilisiert, um diesen einzigartigen Moment festzuhalten, die Ankunft Kilians in seiner Heimat. Da ist sie, die unscheinbare Quelle, wo Christen während der Unterdrückung gebetet haben. Bitte mir um Verzeihung und beten, dass diese Welt einst der gnadenerfüllte Ort sein möge. Ein würdiger Start für den 2 Kilometer langen Weg bis in die Kirche, die ebenso wie der Kiliansdom dem heiligen Kilian geweiht ist. Und so segne uns jetzt der Herr auf unserem Weg nach Malla, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hunderte aus dem kleinen Ort Malla mit gerade etwa 1600 Einwohnern haben sich auf den Weg gemacht, zusammen mit der Pilgergruppe aus dem Bistum Würzburg. Fast unvorstellbar, dass diese gemeinsame Prozession ihren Ursprung vor mehr als 1300 Jahren hatte. Wieder zu Hause. Brothers, to the church. Für Shane Paul O'Reilly, Stadtrat und Bestattungsunternehmer, als einer der Hauptorganisatoren ein unvergessliches Erlebnis. 10 years ago we mooted the idea
that we would like to bring St. Kilian home. And so for the last 10 years we've been. Vor 10 Jahren kamen wir auf die Idee, Kilian nach Hause zu bringen. Und so haben wir die letzten 10 Jahre gehofft, dass wir das umsetzen können. Bischof Franz und Generalvikar Vorndran haben es zusammen mit dem Domkapitel möglich gemacht. Und ich denke, es war für Kilian eine ganz gewaltige Heimkehr. Es war ein sehr emotionaler Abend mit den Fackeln und dem Feuer auf dem Berg. Ich habe den Kilian-Schrein gefahren und das war etwas ganz Besonderes für mich. Meine Tochter und mein Sohn sind mitgekommen bei der Fahrt. Wir wollten das tun, weil es für uns etwas ganz, ganz Besonderes ist, dass Kilian nach Hause kommt. Es ist einfach ein Traum, der in Erfüllung ging. Diesen wahr gewordenen Traum erleben er und die Gemeinde Maller zusammen mit der Wallfahrtsgruppe aus Würzburg. Trotz Sprachbarrieren ermöglicht es in diesen Tagen der christliche Glaube, sich zusammen für den von allen herbeigesehnten Frieden einzusetzen. Kilians christliche Überzeugung wirkt bis heute. Das wird offensichtlich in der Schule in Maller. Im Vorfeld der Wallfahrt haben sich die Kinder monatelang mit seinem Leben und Wirken beschäftigt. Aber als St. Kilian-Schule wachsen die Mädchen und Jungen sowieso mit ihm und seiner Mission auf. I met an important man called Gospert, Duke Gospert, ruler of the area. He was a pagan, but as our friendship grew and I told him about God, he decided that he wanted to be baptized. He became a loyal Christian. To the church to pray with my two companions, Totnan and Colinet. It was there that we were executed by Giliana's men, and our bodies buried not to be found for many years. Es ist eine wunderbare Zeit für die Menschen hier, weil sie jahrelang gewartet haben. Die Tatsache, dass ein Sohn der Gemeinde, geboren in Maller, nach Hause zurückkehrt, das ist etwas, das tief in den Menschen verwurzelt ist. Denn sie identifizieren sich wirklich mit ihm. Und die Tatsache, dass er seit über 1300 Jahren nicht mehr hier war, hat dazu geführt, dass viele Emotionen in den Menschen geweckt wurden. Darüber hinaus haben sie die Geschichte von Kilian immer näher kennengelernt, wie er hier aufwuchs und von hier wegging und dann ein Boot nach Europa, nach Würzburg nahm. Für die Besucher aus Unterfranken ist das Heritage Center beeindruckend. Ein kleines Museum, 1989 vom Bistum Würzburg gestiftet, das das Leben des heiligen Kilian und seiner Gefährten bewahrt und zudem die Verbindung zu Unterfranken dokumentiert. 2 Tage lang werden die Reliquien in der Pfarrkirche St. Kilian in Maller verehrt. Mit einem kulturellen Programm und Gottesdiensten. Nur von kurzer Dauer ist der Besuch der irischen Missionare in Maller. Schon am nächsten Tag werden sie in die Kathedrale von Cavan gebracht. Der Sitz der Diözese Kilmore. Hier übergibt die Diözese Würzburg ein einzigartiges Gastgeschenk. Die exakte Nachbildung der Bistumspatrone, die den Gläubigen in Neumünster und nun auch in Cavan sinnbildlich erlauben, ihnen von Angesicht zu begegnen. Für die Würzburger Wallfahrer ist es beeindruckend zu sehen, wie die Glaubensschwestern und Brüder den heiligen Kilian und seine Gefährten verehren. Es lohnt sich immer, im Kontakt mit den Heiligen zu kommen und vor allem zu wissen, dass der Glaube Zeugen braucht. Das ist ja das große Thema. Er braucht Menschen, die für diesen Glauben einstehen und diesen Glauben verkünden.
Die Leute wollen Zweifel an der Institution Kirche, sie wollen keine langen Verkündigungen über irgendwelche Doktrinen. Sie brauchen Menschen, von denen man sieht, dass sie es ernst meinen und dass sie ihr Leben dafür einsetzen und mit dem ganzen Herzen dabei sind. Und ich glaube, das war die Botschaft, die wir die letzten Tage versucht haben rüberzubringen, aber die auch in den Herzen nochmal wach geworden ist. Für uns ist nochmal deutlich geworden, woher unser Glaube kommt. Ich glaube, vielen ist es jetzt nochmal so richtig bewusst geworden, was es heißt, auf den Schultern der Apostel zu stehen, die damals aus dieser Insel in die ganze Welt aufgebrochen sind, ohne irgendetwas, und gesagt haben, für Christus lasse ich alles hinter mir, um das Evangelium in die Welt zu tragen. Und das war ja auch heute so ein bisschen der Impuls in der Predigt. Wir gehen jetzt mit Ihnen zurück nach Würzburg. Sie sind dort durch Zufall gelandet, der Heilige Geist hat sie dorthin geführt. Auch wir stehen in unserem Bistum und mit ihnen sind wir gefordert, genau dort, wo Gott uns hingeführt hat, den Glauben zu verkünden. Die Wallfahrt der Reliquien von Kilian, Kolonat und Totnan in ihrer Heimat Irland waren 4 Tage der Verbundenheit im Glauben, über räumliche und vor allem über zeitliche Grenzen hinweg.